Leute, wir sind heute zu Gast in Hamburg und wir haben von der Nordwandhalle gehört, die das Gerücht aufgestellt hat, es würde hier die schwerste kletterbare Hallenroute geben. Das wollen wir heute von Rough and Tough überprüfen und los geht's. Wir gehen mal rein und schauen uns das Biest an und ich kann euch sagen, wir haben keinen geringeren da als den Jonas Winter, der heute ja, uns zeigen wird, ist die Route kletterbar? Wie schwer ist sie tatsächlich? Was hat die Nordwandhalle behauptet? Und was hat vor allem der Armer geschraubt? Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Bis gleich. Ich bin schon hier aufgeregt. We'll be right back.
Boah, das war eine hammermäßige Leistung, die wir gerade gesehen haben von Jonas. In Knüppel aus dem Sack. Jonas hat die Route bewertet mit 8C plus und hat sie heute im zweiten Versuch geknackt. Und wir haben noch El Comandante, den Dieter dabei. Und der Dieter, der hat ein Kopfgeld auf die Route ausgesetzt. Und zwar in Höhe von 750 Euro. What? Yes! Yes! Und jetzt holen wir nochmal den Kresu dazu. Das ist nämlich der Betriebsleiter der Halle und Mitverantwortliche. Der Kresu sagt uns nochmal, wie lange bleibt die Route noch bestehen? Für die Leute, die sich das hier vielleicht holen wollen. Die lassen wir noch bis zum El Royal Anfang auf jeden Fall stehen. So, ne? Das bedeutet bis zum 2. Novemberwochenende. Ich wollte eigentlich kein Datum aussprechen, aber ja, das 2. Novemberwochenende. Merkt euch das, El Royal, ein super geiles Event in der Nordlandhalle. Ja.